Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute wieder einmal ganz herzlich zu einem neuen Podcast von mir. Ich bin die Heike, ich liebe Wolle über alles. Ich färbe und stricke schon seit Kindheit an und habe jetzt sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Und heute geht es darum, dass ich euch ein bisschen zeige, was ich in den letzten Wochen gehandarbeitet habe und gefärbt habe. Und was fertig geworden ist, habe ich schon an. So ein bisschen. Ich habe auch noch einige Sachen fertig bekommen. Vor allem kleine Sachen, Socken, Mützen und einfach nur Socken und Mützen. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr mir unter meinem letzten Podcast so viele unglaublich liebe Kommentare dagelassen habt. Das war einfach eine Wonne. Ich habe mich jeden Abend, wenn ich dazu kam, hingesetzt und mir die ganzen lieben Kommentare durchgelesen von euch. Und ich war überwältigt. Ich war wirklich, wirklich überwältigt und freue mich so sehr darüber. Das wollte ich euch unbedingt einmal wieder mitteilen. Das sage ich nicht bei jedem Podcast, aber es ist eigentlich immer aktuell. Also ich könnte es jedes Mal sagen. Aber diesmal hat es mich wieder ganz besonders berührt und das wollte ich euch jetzt einfach mal mitteilen. Ja, ich habe mir schon Tee gekocht. Heute einfach einen Tee. Und zwar einen Früchtetee. Ich trinke sehr gerne Früchtetee. Es gibt es auch oft bei mir im Päckchen an euch. Da gibt es immer meistens einen Früchtetee, weil ich den irgendwie immer so erfrischend und lecker und so ein bisschen süßlich, aber dabei nicht künstlich. Also das ist so mein Lieblingsgeschmack, wenn ich nicht Schwarztee trinke. Und den trinke ich meistens. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich das echt geschafft habe, vor Ostern noch einen Podcast für euch aufzunehmen, denn wir wollen Ostern ja gemeinsam loslegen mit Stricken. Und es haben mir schon viele geschrieben, dass ihr mitmachen wollt bei meinem kleinen Kall, wo es eigentlich das Thema ist, wir stricken etwas, was uns absolut entspannt und nicht stresst. Und das ist ja bei jedem sehr verschieden und deswegen ist auch diese Ankündigung ja so, dass ihr einfach das stricken wollt, könnt, was ihr wollt. Aber eine einzige Bedingung ist da. Es darf nicht stressen. Und ich habe mir deswegen eine Anleitung rausgesucht. Das ist die Agnes-Strickjacke. Dazu erzähle ich euch gleich auf dem Sofa hinten jede Menge. Aber jetzt geht es erstmal ein bisschen um die Wollen dazu. Ich habe nämlich deswegen extra sehr viele Tonale oder Unifärbungen gemacht, weil man ja für Strickjacken, Pullover oder so gerne unifarbene Sachen verstrickt. Obwohl ich auch finde, dass so zarte Färbungen, wie beispielsweise meine ganz neue Frühlingsfärbung, Frühlingszauber, die finde ich auch sehr gut geeignet für Wohlfühlprojekte, die nicht so ein anstrengende, nicht so ein ganz starkes Lace-Muster haben. Einfach so ein bisschen, vielleicht ein kleines Muster würde durchkommen und bei einer bewegten Färbung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das ist jetzt hier die Mohair-Wolle mit Merino in der Single-Qualität. Single ist ja nicht doppelt verzwirnt, sondern einfach nur der einfache Faden genommen. Ich hab mir auch sehr genau eure Kommentare durchgelesen und da wurde verschiedenst gewünscht, dass ich mal einen Strang aufmache. Und das mache ich jetzt mal für euch. Ich wickel den dann halt nochmal. Nein, das geht schon. Das ist kein Thema. Dass ihr euch mal so genau mal so eine Färbung anschauen könnt. Gerade jetzt so weit, das mache ich jetzt nicht bei allen, ne? Das ist klar. Da war schon viel Arbeit, die zu schön zu wickeln. Nein, aber bei solchen, die so ein bisschen belebter sind, mache ich das mal. Hier könnt ihr zum Beispiel die einzelnen Sprenkel sehen. Und dann mal so einen kleinen grünen Abschnitt oder zart, wirklich zartgrünen. Oder hier beispielsweise wieder so ein bisschen Sprenkel, da sind blaue dabei und auch so, also das ist so ein Vielfach-Sprenkel-Moment hier an der Wolle. Oder jetzt hier der leuchtend rosane Abschnitt, dann kommt wieder so ein, ja, das ist jetzt fast, also es ist ein Frühlingsgrün, finde ich, ein richtig schönes Frühlingsgrün. An der Stelle ist es intensiver, hier ist es wieder zarter oder auch hier hinten dann wieder mit Sprenkeln. Also das ist sehr, sehr schön belebt, aber auch nicht zu wild. Also es sind ganz zarte Farben hier bei dem Strang.
Und der heißt jetzt Frühlingszauber. Den habe ich auch noch in Glitzersockenwolle, aber ich kann mir vorstellen, dass der dann auch schon ausverkauft ist, weil ich jetzt das Shop-Update schon ein bisschen vor dem Podcast gemacht habe. Das habe ich diesmal nicht zeitgleich geschafft. Ist dann jetzt mal so. Vielleicht sind die ein oder andere Wolle jetzt schon ausverkauft, aber wenn da ein sehr großer Bedarf ist, könnt ihr das mir gerne nochmal schreiben, dann werde ich euch die nochmal färben. So, das sind zwei verschiedene Färbungen, die halte ich erstmal nebeneinander, damit ihr so ein bisschen den Unterschied erkennt. Das eine ist der magische Morgennebel und das ist dieser. Der hat mehr Blau und auch so einen wunderschönen, ich sag mal, Goldton dabei. Und dieser hier ist ein reiner Sprenkelstrang. Und deswegen mache ich jetzt mal den Sprenkelstrang in der, habe ich noch in der anderen Qualität einen hier liegen? Nein, den mache ich, ja doch, habe ich. Den mache ich euch jetzt mal in der Glitzerwolle auf. Den habe ich noch in Glitzer gefärbt und auch das Kristallkugel übrigens, die Färbung Kristallkugel, die habe ich auch noch in kleinen 50 Gramm Strängen und das ist aber dicke Wolle. Die zeige ich euch gleich mal separat, die ganzen. Aber jetzt mache ich noch mal einen auf. Das ist die Kristallkugel. Also das ist eine herrliche Sockenwolle. Die ist nicht besonders weich, weil es ist nur eine Merino Fein. Also mit 20 Mikron. Also die extra Fein ist ja dann weniger als 20 Mikron, meistens so 18, 19,5 Mikron. Das ist dann extra fein von der Bezeichnung. Da wurde ich auch letztens gerade gefragt. Und das beantworte ich jetzt mal. Also ihr dürft euch in der Zwischenzeit diese Wahnsinns-Sprenkel hier anschauen. Die sind der Wahnsinn. Jetzt, also das ist aber bei, also bei den, das ist jetzt nicht zufällig irgendwie ein ganz besonders toller. Die sind alle so mal mehr, mal weniger gesprenkelt an manchen Stellen, ganz klar. Aber auch mit solchen bombastischen blauen Sprenkeln hier. Und jetzt habe ich leider den Faden verloren. Ja, wir waren bei extra fein und fein. Und das ist jetzt eben eine Sockenwolle fein, Merino fein. Das heißt, sie ist ein wenig härter und nicht ganz so weich. Und dann gibt es noch die Ultra fein. Das ist die weichste. Also die ist so samtig weich, diese Merino Wolle, Merino Ultra fein. Und die hat dann einen Anteil, also das nennt sich dann 16 Mikron zum Beispiel. Habe ich auch eine Qualität von. Aber momentan nicht gefärbt. Und ja, so sieht die Kristallkugel aus. Also richtig glitzernd und schimmernd in allen möglichen Sprenkeln. Gut, wenn ich jetzt jeden Strang aufmache, dauert das doppelt und dreifach so lang. Also ihr könnt auch gerne weiterspringen, falls die Vorstellung der Wollen jetzt nicht so interessant ist, weil ich habe ja letztendlich auch immer wieder neue Färbungen drin. Und die sind jetzt eben gerade aktuell. Und wenn ihr in einem halben Jahr den Podcast euch anschaut, dann werdet ihr die ganzen Färbungen nicht sehen. Ich habe hier jetzt gerade ein bisschen die Decay-Wollen in der Hand. Aus der Färbung Seetang hatte ich meinem kleinen Sohn eine Mütze gestrickt. Und der ist aber jetzt gerade unterwegs, also irgendwo draußen. Und ich habe die Mütze nicht gefunden und ihn auch nicht. Also er spielt draußen mit einem Freund oder so. Es ist einfach so schönes Wetter. Und ich wollte unbedingt diese Mütze vorstellen, also euch zeigen, aber sie ist nicht da, das Kind ist nicht da und somit fällt dieser Teil kurz weg. Macht nichts. Also vielleicht beim nächsten Mal. So, das war die Seetang, da hatte ich eben, wie gesagt, die Mütze. Das ist auch eine tolle schimmernde Wolle. Die hat also wirklich auch manchmal so ein bisschen gelbliches, kleines bisschen so gelbliche Töne drin. Aber dieser klare Bergsee, das wäre jetzt so mein Favorit. Also es ist so ein richtig dunkles, bisschen Richtung Stahlblau gehendes Dunkelblau. Und hier kannst du halt auch so mal dunklere und hellere Stellen erkennen. Es ist aber trotzdem noch schon eher ziemlich solid gefärbt. Bei diesen Wollen zum Beispiel, das ist jetzt eine reine, auch das war jetzt auch reine Merino, 187 Meter auf 100 Gramm, das ist jetzt wieder 400 Meter, also Fingering-Qualität. Da kannst du mehr. Die wirklich stärker, das nenne ich dann semisolid gefärbt, also wo du auch mal so einen dunkleren und einen helleren Anteil in der Wolle siehst. Also die ist viel, nicht viel, aber sie ist etwas belebter. Das könnt ihr euch im Strickbild ungefähr so vorstellen wie hier bei
bei diesem, das ist auch eben semisolid gefärbt von der Kirsten von Quickstrick. Das war ja im Adventskalender drin, das Blau. Und im Vergleich dazu ist zum Beispiel diese Wolle, Geheimnis im See, also das Geheimnis befindet sich im See, viel solider geworden. Das liegt aber daran, dass das Seide ist und die Seide nimmt die Farbe viel langsamer und sanfter einfach auf. Und das ist jetzt 50% Seide und 50% Merino extra fein. Da haben wir wieder diese Bezeichnung fein und extra fein. Das ist extra fein und die ist kuschelweich. Die ist auch, also auch natürlich vom Preis her höher, weil die einfach von der Qualität her schon eine, die ist der Hammer, diese Qualität, die mit 50% Seide. Die habe ich jetzt in zwei Färbungen da, und zwar die Winterbeere, weil ich besessen war von diesen, immer noch weiterhin besessen bin von diesen Frühlings-Sommertyp-mäßigen Beerentönen. Also für den Frühlings- oder den Sommertyp, sogar noch ein bisschen mehr für den Sommertyp, obwohl sie Winterbeere heißt. Aber das ist gerade meine unglaubliche Lieblingsfarbe. Und da zeige ich euch mal die Farbe mit Merino und Mohair-Anteil. Und da könnt ihr so ein bisschen sehen, da im Merino und im Mohair seht ihr wieder ein bisschen mehr das solid, semisolid gefärbt. Und hier ist es viel solider wieder, also durchgehender bei der Seide. Und wo ich jetzt gerade bei der Winterbeere bin, stelle ich euch einmal die wahnsinns neue Qualität, die ich gerade mal im Shop habe. Aber die werde ich auch immer wieder mal in den Shop nehmen, diese Qualität, aber nicht dauerhaft, weil es einfach, es ist ein Edelgarn, das muss man wirklich mal sagen. Die enthält 69% Seide, 22% Kitmohair und 9% Polyamid. Und die glänzt unvorstellbar. Die ist wunderbar weich. Und hier seht ihr die Färbung Salbei und Pfefferminz. Die werde ich auch nochmal in normaler Sockenwolle in den Shop bringen. Also das ist Salbei und Pfefferminz. Die sind auch mal so ein bisschen kleinere Farbakzente dabei. Das ist die Färbung Goldener Sand. Das war übrigens auch der Goldene Sand. Das ist wirklich so ein Goldbraun mit wirklich wie so ein goldschimmernder Sand. Aber es ist so ein Mittelmeersand, nicht dieser Nordseesand oder Ostsee, sondern so ein braunen Goldton. Und hier seht ihr auch diese, tun die Färbungen hier sehr gerne auf dieser Wolle so sehr, sehr verschieden aufgehen im Vergleich dazu. Hier, ne, da ist es viel weniger belebt, der goldene Sand. Dann habe ich aber gerade nicht mehr so viel. Und das ist Meereszauber. Ich weiß nicht, also es schimmert jetzt hier in den Lichtverhältnissen ganz, ganz toll. Am meisten noch bei der hellen, finde ich. Aber auch hier in dem, da siehst du wirklich da manchmal so ein Goldanteil und dann auch wieder so ein dunkleres Blau und dann das einfache Meeresblau und hier ist die Winterbeere. Ja. Also das ist eine meine Wahnsinnswollen und die möchte ich mir unbedingt endlich mal verstricken, wenn ich dazu kommen würde. Oh. Ja, das ist immer die eine Sache, das Färben, und dann kommt man nicht dazu, die alle zu stricken, ist irgendwie klar. Ne? Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da. Mal gucken. Ich möchte aber auch nicht zu viele Projekte auf den Nadeln haben, weil dann wird wieder nichts fertig. So, jetzt habe ich hier mal den funkelnden Amethyst in Yak Seide Merino, extra fein, sage ich jetzt immer so ein bisschen dazu. Und das hier ist die neu in den Shop gekommene Qualität Seide, also Seide Kaschmir Merino. Ich muss es anders sagen, es ist erstmal Schurwolle Merino extra fein, dann Seide und dann kommt der Anteil an Kaschmir, weil Kaschmir ist natürlich enorm edel. Und das ist die Hortensie. Und die Hortensie habe ich noch in 50 Gramm Strängen in der Decay gefärbt. Das ist auch die Hortensie. Ich zeige euch jetzt mal meine ganzen kleinen, nicht meine kleinen Färbungen, sondern mal die kleinen Wollen und die Färbungen, die ich davon habe. Das sind sehr viele. Also ich hatte jetzt einfach mal richtig Lust, mal meine 50 Gramm Vorräte aufzufärben für euch. Also das ist die Hortensie. Das ist der Kieselstein.
Den gibt es auch noch in einer anderen Qualität. Habe ich aber, glaube ich, nicht hergeholt. Das war nicht so klug. Nein, der ist nicht hier, aber ich habe den nochmal in der Kaschmir-Seide-Qualität wie die Hortensie. Habe ich auch nochmal den Kieselstein da. Und der hat halt die Sprenkel. Das ist ein ganz tolles Beige-Braun-Grau. Also ich sage wirklich, es ist eigentlich auch so wirklich ein Beige mit Sprenkeln. Dann gibt es das Zauberwasser. Ah ja, und das ist vielleicht auch interessant, dass man so ein bisschen, ach so, Zauberwasser habe ich zweimal hergeholt, egal. Dann könnt ihr mal schauen, wie die miteinander harmonieren und die passen nämlich zusammen. Die Kristallkugel hat so viele unterschiedliche Blausprenkel, dass die zum Zauberwasser passt, aber sie passt auch zu dem, den habe ich jetzt aber, den Frühlingshimmel habe ich jetzt nicht in Decay, sondern das ist eine Sport, passt auch dazu. Hier zum Beispiel, wenn da die waren auch auf der Seite, man kann dir gut erkennen, dass die schön dazu passen. Oder auch zu dem Grauton passen die auch. Als wollte ich, jetzt bin ich schon wieder bei dem anderen. Also das sind meine ganzen Färbungen in der... Achso, die beiden habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Also Heike, das ist der Meereskönig. Und Rosenblush habe ich auch nochmal hier. Genau, und wenn ihr Lust auf ein Fade habt, dann könnt ihr euch die miteinander kombinieren. Passt sehr, sehr toll zusammen. Und die drei passen auch sehr, sehr schön, weil in dem Sprenkelstrang eben auch diese Meeresfarben drin sind. Also es würde auch gut passen. Oder wenn ihr einfach mal euch eine Mütze stricken wollt oder für jemand Liebes, da braucht man aber zwei Stück von. Denn das sind nur 50 Gramm Stränge. Und die Wolle ist dick. So. Dann habe ich mal wieder das schöne Merino Mohair gefärbt in einer ganz neuen Färbung. Und zwar ist das die Malvenblüte. Oder ich weiß gar nicht, ob das eine neue Färbung ist, ob ich die nicht rausgekramt habe aus meinen Unterlagen vom Vorvorjahr. Ich glaube nämlich. Mit Grün. Die wollte ich euch aufmachen. Genau. So, jetzt gibt es wieder eine geöffnete. Da ist Grün dabei, und zwar ein Frühlingsgrün. Tolle Sprenkelanteile und eben so ein schönes, feines Altrosa. Aber ein bisschen dunkleres Altrosa. Ich habe auch hier zum Beispiel bei dem Buschwindröschen. Passt ja auch jetzt total. Also wir haben hinten so eine kleine Stelle, da sind Buschwindröschen. Ich finde, die Buschwindröschen sind auch eines der zauberhaftesten Blumen im Frühling. Ich weiß nicht, ob ihr welche bei euch in der Nähe habt, im Wald oder an feuchten Stellen wachsen die gerne. Und die sind so schön. Das ist also das Buschwindröschen, das ich jetzt noch in Mohair und Merino habe, aber ich färbe das auch noch mal. Und das wird dann, wenn der Podcast online ist, wird die Wolle im Shop sein, dass ich die nochmal in der Sockenwollqualität habe. Meine Lieblingssockenwollqualität, die mit 20% Polyamidanteil sich perfekt für Socken eignet. So, das ist also die Malvenblüte mit Sprenkelanteilen, mit Rosenfarben und schön belebte Färbung, aber auch frühlingshaft und so weiter und so fort. Ja, die kann man auch kombinieren, ne? Seht ihr schon. Oder eben auch noch mit einem Grau. Ich finde, Grau und Rosa passt sowieso immer zusammen. Da könnt ihr eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Und gerade wenn da nochmal so Sprenkel dabei sind, lässt sich das ganz toll kombinieren. Ihr könnt da ein Tuchset draus machen. Also das ist ein Set für ein Tuch zum Beispiel. Oder ihr kombiniert diese beiden zusammen, die Kristallkugel, die passt auch auf alles, wie schon gerade gesagt. Aber ich finde auch der Morgennebel, das heißt ja gar nicht, doch der magische Morgennebel, der würde auch zum Grau passen. Das Grau ist auch so eine Farbe, die sich mit fast jeder Farbe kombinieren lässt. Ja, und dann habe ich noch die Winterbeere in der. Und wie gesagt, die Frühlings habe ich auch schon gezeigt. Frühlingszauber, die hatte ich ja gerade schon gezeigt. So. Dann kommen wir jetzt mal wieder ein bisschen zu den Sportwelt, weil ich ja auch als Vorschlag von meiner Seite
Die Jacke, die ich stricken werde, wird die Agnes sein und die ist in Sport Weight gestrickt. Und ich hatte sie auch schon mal in Fingering-Qualität gestrickt, aber für meine Töchter, weil die ja auch noch ein bisschen kleiner waren. Und da könnt ihr die im Grunde auch verwenden. Aber ich denke, die Originalwolle, da könnt ihr auch, macht ihr erstmal gar nichts falsch. Und da habe ich jetzt wirklich viele Qualitäten, viele Färbungen in diesen Qualitäten gefärbt. Für die Agnes oder eben für eine etwas dickere Strickjacke. Und, für, und die Auswahl der Wolle, finde ich, gehört ja auch immer zum Wohlfühlthema dazu. Denn ich halte es immer so ein bisschen hin, könnt ihr dann, während ich rede, schauen. Ich finde, ich verstricke diese Sportwelt gerade im Moment so, so gerne. Obwohl es auch so ist, dass sie eben ein bisschen dicker ist und damit auch natürlich ein bisschen wärmer und deswegen nicht so perfekt geeignet ist für ein sehr gutes, warmes Wohnzimmer jetzt so. Das, die kann dann auch mal gerne ein bisschen wärmer, zu warm sein vielleicht. Aber so für jetzt, so ein bisschen die Übergangszeit ist das optimal für den Herbst oder auch für den Frühling, finde ich, ist die Sportwelt total perfekt. Und da habe ich jetzt diese Färbungen. Den Silberregen, den Frühlingshimmel, das hell, ganz helle und das Zauberwasser. Und wie ihr seht, die passen auch alle perfekt zusammen. Also könntet ihr ganz toll kombinieren. Und dann habe ich den Rosenblush und warmen Kieselstein. Und davon, von dieser Farbe bin ich ehrlich gesagt restlos begeistert. Die habe ich so toll hinbekommen, weil, ja, das ist eine... Das ist ein Geheimnis, wie ich das gemacht habe. Aus verschiedenen Farben natürlich gemischt. Und dann ist dieser wahnsinnig schöne Ton zusammengekommen. Und es ist halt auch so ein bisschen mein Lieblingston, weil es ist ein dunkles, ganz warmes Grau. Was aber fast, also es ist ein Taupe auch schon. So, ne? Es ist nicht nur so ein Beige und auch kein Grau. Also es ist eine Mischung. Passt ganz toll mit diesem Rosenblush, weil die Farben sind, ich finde, es sind warme Farben, keine kühlen. Kühl habe ich jetzt gerade ziemlich für die Frühlingstypen und für den Sommertypen was Kühles. Aber auch, also das ist der Silberregen, der ist schon eher kühl. Den habe ich ja auch noch mit einer Seidenwolle, die eben 75% Merino extra fein hat und 25% Seide. Also auch ein bisschen... griffiger. Und das ist eine ganz tolle Qualität. Die habe ich jetzt momentan ausschließlich nur noch in diesem Silberregen. Was rede ich denn? Silberregen habe ich die nur noch da gerade. Oh, ich muss was trinken. Jetzt komme ich noch mal so ein bisschen zu den Einzelfärbungen, die ich in Sockenwollqualität gefärbt habe. Einfach so schöne, bewegte Färbungen. Und das ist die Prinzessin Lilia. Daraus stricke ich gerade mir eine Socke in etwas dickerer Qualität, weil ich nicht so viel Strickzeit habe. Deswegen nehme ich immer gerne die dicken, habe ich schon öfters mal erzählt. Also in Sport verstricke ich es für mich. Prinzessin Lilia. Dann habe ich die Seidenstickerei. Und da werde ich euch gleich eine fertige Socke zeigen von der Seidenstickerei. Die hat mir nämlich meine Schwester gestrickt. Und die Frühlingsfee ist auch, also die beiden Färbungen, kann ich euch gleich als Socke zeigen. Und das finde ich so toll, dass ich das jetzt zeitgleich für euch zeigen kann. Ja, dann finde ich nochmal sehr schön. Das war Zufall, diese beiden, die grünende Linde und die Malvenblüte, wie schön die zusammenpassen. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Die habe ich jetzt hier in der Glitzerqualität. Und Merino fein, also nicht ganz so weich. Und die passen ganz toll zusammen für ein Tuch. Derjenige, der nicht so ganz kratzempfindlich ist, finde ich richtig toll, die Kombination. Hatte ich jetzt letztens mit einer Kundin am Telefon drüber gefachsimpelt, dass die toll zusammenpassen und für ein Tuch optimal sind. Zum Beispiel das Farnwedeltuch wäre ja auch eine Idee für unseren Wohlfühlkeil. So, und jetzt... Als fast letztes, bevor ich euch die Lace-Qualitäten zeige, zeige ich euch nochmal meine Lieblingssocken auf der High Twist. High Twist bedeutet ja auch eben stärker vertwistet, also verdreht. Die Wolle ist die Wolle, dass ihr da eben haltbare Socken raus herstellen könnt.
Und das ist der magische Morgennebel und die kandierten Kirschen. Und die kandierte Kirsche ist, das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel für eine sehr semisolid gefärbte Wolle. Mache ich jetzt auch mal auf. Dann könnt ihr nämlich wirklich mal sehen, wie hell manche Anteile sind. Wenn ich es jetzt hier nicht vertüdel, doch geht. So, hier zum Beispiel ist ein ganz starker hellrosaner Anteil neben einem wirklich schönen kirschroten Teil. Das heißt, also die Färbung sieht sehr schön belebt aus. Aber also es ist schon eine Uni-Färbung, aber eine belebte und kann ich mir auch bei Socken wahnsinnig schön vorstellen. Oder für so ein Tuch oder einfach für so einen Pullover, der in einem glatt rechts gestrickt ist. Ne? So sieht die aus. So, jetzt zeige ich euch noch eine kleine Sonderfärbung, denn das ist eine besondere Wolle. Das ist eine Non-Superwash-Wolle, also die ist nicht Superwash behandelt. Das heißt, sie ist auch so ein bisschen vom Strickgefühl ein bisschen fettiger und sie eignet sich nicht für die, also nicht für den Wollwasch, also für den Wollwaschgang schon. Ich habe sie auch in Wollwaschgang gemacht in der Waschmaschine, aber ich würde es eher kalt waschen, nicht unbedingt 30 Grad. Das könnt ihr bei einer sehr guten Waschmaschine auf jeden Fall probieren, aber nicht unbedingt, also das empfehle ich nicht unbedingt, obwohl ich das hier noch ändern muss. Das habe ich nämlich draufgeschrieben, Wollwaschgang 30 Grad, muss ich dringend ändern. Also ich würde es machen, weil ich eine sehr gute Waschmaschine habe, aber kann ich jetzt nicht bei jeder Waschmaschine die Hand für ein Feuer legen. Aber die Färbung ist wahnsinnig schön. Das ist die Sonderfärbung Sommerelfe und die hat so wirklich alle möglichen movigen Rosentöne mit hellen und dunklen Anteilen, auch ein bisschen Gelb dabei und vor allen Dingen auch so ein ganz, ganz schönes, zartes Flieder, aber was nicht, das ist kein aufdringliches Lila, würde ich sagen. So, die wollte ich noch dringend zeigen und jetzt kommen wir zu einer meiner letzten dunklen Färbungen, das ist die Färbung Ahnungen und die möchte ich mir übrigens verstricken, aber jetzt nicht im Sommer, sondern so, wenn es so wieder in Richtung dunklere Jahreszeit geht. Da habe ich mir nämlich schon zwei Stränge rausgeschnappt, aber die wollte ich euch trotzdem jetzt nochmal zeigen, weil es wirklich ein ganz tolles Aubergine ist, finde ich. So ein, nicht lila, sondern es ist wirklich so ein bisschen Aubergine einfach. Denn das hier ist zum Beispiel ein richtiges, kräftiges, leuchtendes, herrliches Lila. Das ist der funkelnde Amethyst, der übrigens bei der Jagdwolle viel dunkler wird, weil das Jagd auch so einen leichten Braunton hat, schon an sich in der Wolle. Und so sieht es in einem reinen Merino-Single-Garn aus. Und es ist alles Lace hier, also das hier nicht, das ist Lace. Und jetzt habe ich in Lace noch den grauen Fels in der Stellina, Merino und Seidewolle, die ich liebe. Die ist unglaublich toll zu verstricken, zum Beispiel mit einem Mohair-Faden dabei oder eben so einem Suri-Alpaka-Faden. Das ist das Baby-Suri-Alpaka, was ich hier habe mit Seide und Schurwolle, auch Merino extra fein. Und das hat 1200 Meter, also ist meine dünnste Wolle. Also das ist schon richtig dünn und da könnt ihr das als Beilaufgarn zum Beispiel auch hiermit toll miteinander kombinieren. Ich kann es mir auch hiermit toll vorstellen, weil es eben auch hier so ein bisschen den Anteil hat und es wird dann schön meliert. Und dann habe ich noch in dem Lace den Meerkönig gefärbt und die grünende Linde in Seide und Merino in 800 Metern. Also die habe ich jetzt auch gerade wieder ein bisschen im Shop, die Seide mit in Lace-Qualität, aber momentan nur in dieser Färbung. So, und jetzt haben wir es geschafft, glaube ich. Wenn ich hier so rumgucke, ist hier alles durch, habe ich alles gezeigt. Gut. Thank you.
Ja, wie ihr sehen könnt, ist ja meine kurzärmelige Strickjacke fertig geworden. Das ist ja die Maisie, die ich aus diesem Buch Raffinierte Strickmode von Jennifer Wood gestrickt hatte, wo ich beim letzten Mal ja schon geflucht habe, dass sie so kompliziert ist und beziehungsweise, dass der Anfang so kompliziert ist. Und das ist das Modell. Ich hatte das mit einer dünneren Wolle als vorgeschlagen gestrickt und deswegen ist die bei mir auch relativ knapp geworden. Und als ich die so das erste Mal anprobiert hatte, hat meine kleine Tochter gejubelt, weil sie ist jetzt nur noch so ein Stück kleiner als ich, also insofern natürlich viel schmaler. Und sie jubelte, ich habe schon ihre Augen leuchten sehen, dass wo ich sagte, die wirst du wahrscheinlich kriegen. Und ich denke auch, dass ich ihr die gebe. Die hat ja auch bald Geburtstag im Sommer. Und dann werde ich ihr die, glaube ich, schenken. Ich hatte das mit einem Strang vom Adventskalender von der Kirsten, von Kirsten Quickstrick, gestrickt. Das ist dieses wunderschöne, viel schimmernde Blau. Das war der obere Teil. Dann habe ich hier meinen Adventskalender eingefädelt. Und zwar weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob das die Färbung Eis, habe ich irgendwo auf Seite geschmissen mal wieder. Mensch. War das Eisprinzessin? Irgendwas Winterliches, in Winterfärbung. Und ich war irgendwie überrascht, wie lange diese beiden Stränge reichen. Also ich habe allerdings ziemlich fest gestrickt und das war auch der Grund, wieso die jetzt dann am Ende doch noch deutlich kleiner geworden ist. Ich habe nämlich fest und obendrein mit 2,25er Nadeln gestrickt, was ich beim nächsten Mal auch nicht mehr machen würde, weil es hat ewig gedauert. Ich habe immer gedacht, also die Wolle ist ergiebig und endet nicht und die Strickjacke endet auch nicht. Wohl von der Länge bin ich richtig glücklich und hier habe ich mir so eine schöne Schnalle drüber gemacht. Man kann die auch ein bisschen höher setzen, die Schnalle. Also ich kann es auch hier so schließen, wenn ich möchte. Ich könnte sogar hier Knöpfchen dran nähen, um das so zuzumachen. Aber ich finde es eigentlich so ganz schön. Das ist ja eh so eine kurzärmelige, so eine leichte Sommerjacke oder frühlingshaft. Ich finde sie jetzt also richtig toll. Ich hatte sie jetzt gerade draußen, als wir ein paar Aufnahmen davon gemacht haben, und es war überhaupt nicht kalt. Also es war richtig schön und angenehm. Und ich habe ziemlich viel übrig. Reicht sogar noch für eine schöne Handstulpe passend dazu oder so, muss ich mir noch mal was überlegen. Ja, ansonsten, am Ende war es in Ordnung gewesen. Ich habe am Ende auch das Lace-Muster wieder ein bisschen für mich vereinfacht, weil ich ja jetzt gerade so viele Zöpfe bei der Strickjacke für meinen Mann, dem Weidmann von Thorsten Duit, stricke und da bin ich jetzt mit Zöpfen so ein bisschen durch und hier kam schon wieder ein Zöpfchen vor und zwar eigentlich alle 8 Reihen oder so und da habe ich gesagt, oh nee, ich lasse es jetzt und habe das dann hier weggelassen und das ist dann hier unten nur noch ein ganz normaler Lace-Teil geworden. Das ist jetzt blöd, ich könnte es wahrscheinlich ganz schlecht sehen, aber mir gefällt es und dadurch bekommt es auch ein bisschen Weite, das ist ja auch ganz gut über die breiteren Hüften, schwingt sich das dann so richtig auf und das Zopf, also ein Zopf hält ja immer so ein bisschen das Muster zusammen oder das Strickstück dann zusammen. Insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Ärmel haben mir richtig Spaß gemacht, die waren also nicht nennenswert lang und waren so schnell wieder fertig, wie man sie auf die Nadeln genommen hat. Also am Ende hat es mir Spaß gemacht, aber ich kann nicht sagen, dass sie mir richtig riesig Spaß gemacht hat zu stricken, weil dafür habe ich vielleicht auch wieder zu dünne Nadeln genommen, dann hat sich ein bisschen gezogen gegen Ende und ich habe da sehr viel dran gestrickt. Also thank you.
freue mich auf unsere Strickjacke, die wir anschlagen werden, auf meine Wohlfühlstrickjacke. Aber ich wollte euch das hier mal zeigen. Das hat die Heidi gestrickt, meine Schwester. Und zwar hat sie eine Seerosenfärbung genommen, die ich mal vor, weiß nicht genau, vor einem Jahr, glaube ich, hatte ich sie in meinem Shop. Und dann hat sie hier unten einen Teil von einer Wolle, die sie noch in ihren Wollvorräten hatte, dran gestrickt. Und zwar ist es ein so ein altes Muster, ich glaube sogar ein Shetland-Muster, was sie verwendet hat, was man hier schräg so anstrickt. Und das ist, also ich finde es wunderschön mit dem, das wirkt so ein bisschen so von Jahrhundertwende-mäßig, so 1900. Und ja, also ich finde es ganz, ganz, ganz hübsch geworden, dieses Tuch. Und ich wollte euch das deswegen mal zeigen. Mal gucken, wenn wir mal wieder mal zusammen einen Podcast aufnehmen, dann muss sie ihre Sachen selber zeigen, habe ich ihr schon gesagt. Aber hat sich jetzt irgendwie nicht ergeben. Wir sehen uns relativ selten, aber deswegen bekommt ihr hier was von ihr zu sehen. Und wenn wir gerade beim Thema sind, was die Heidi gemacht hat, da hat sie mir Socken, 4 Paar Socken, also sie hat sich auch Socken davon gestrickt, aber sie hat mir 4 zukommen lassen. Und die zeige ich euch jetzt. Das war die Färbung Frühlingsfee, die ich ja gerade gezeigt hatte in der Glitzer. Also es sind übrigens 3 Paar Glitzersocken, die ich jetzt zeige. Ja, ich finde sie toll. Das ist ihre Größe. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt 41, ich glaube 41, Größe 41. Das ist die blaue. Und ich hatte dann praktisch in der Art, wie ich die blaue gefärbt habe, auch die in rosa gefärbt, und zwar ist das hier die Seidenstickerei, und ich finde, es passt auch so eine antike Seidenstickerei, so wie man so diese alten viktorianischen Fotos oder Fotos ist gut Bilder sieht, wo dann die feinen Handarbeiten hergestellt werden, so, und da hat mich diese Färbung dran erinnert, Seidenstickerei. Da ist auch ein bisschen Orange bei und so ein bisschen was Warmes, aber auch Blau, was so toll durchkommt. Die hat sie sich auch ausgesucht. Ich hatte ihr 4 Paar geschickt, 4 Wollen geschickt, und sie hat sich davon 2 ausgesucht und 2 hat sie für mich gemacht. Das ist auch schon ganz schön toll, finde ich. Und ich zeige euch meine. Und zwar ist das die erste Liebe, und die finde ich so schön, fröhlich und sommerhaft und also ich finde auch den Namen, der ist wirklich bezeichnet. Also ich habe ja da wirklich eine, manchmal ist meine älteste Tochter so unglaublich genial, da ist sie so gut drauf, kommt sie zu mir und ich bin dann gerade dabei, den Namen mir auszudenken, sie kommt um die Ecke und mir fällt dann gerade nichts ein und dann muss ich ihr das nur hinhalten und sie so, erste Liebe, da, so ist dieser Name gekommen. Ja, sie hat einfach sofort irgendwie eine Verbindung von den Farben zu Wörtern, das ist ganz faszinierend bei ihr. Finde ich schön, die Socken freue ich mich dann zu tragen. Und dann habe ich eine Sonderfärbung von, da habe ich mir glaube ich sogar extra den Zettel noch auf Seite gelegt. Nö, toll, habe ich nicht. Also das ist aber eine Sonderfärbung gewesen mit Grüntönen und ich glaube die, nein, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, es Schilf irgendwie so. Sonderfärbungen entstehen ja immer mit meinen Farbresten und deswegen sind sie nicht nachfärbbar. Ich kann sie natürlich nochmal so in der Art färben oder versuchen zu färben, aber nicht wirklich, muss ich sagen. Ja, und ich finde die Glitzer. Glitzer mag ich gerade richtig gerne. Ich habe auch wirklich deswegen richtig viel Glitzerwollen gerade im Shop. Und da könnt ihr es auch mal glitzern lassen, wenn ihr Lust habt. Ja, und jetzt kommen wir zu den Socken, die ich gestrickt habe. Und zwar hatte ich ja schon mal letztes Jahr diese Färbung Winterwege gefärbt. Und da habe ich mir die in dicker Sockenwollqualität, 80% Merino, extra fein und 20% Polyamid, habe ich mir diese Socken gestrickt. Und das macht immer Spaß. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Socken auf den Nadeln. Und die sind schön dick. Ich nehme die als Hausschuhersatz und Die sind wunderbar für mich. Also die Böden sind ja immer kalt, wir haben keine Fußbodenheizung und dann ist das perfekt. Also ja, und im Winter kann ich auch wirklich richtig die dicken Socken gebrauchen. Ach, die Heidi hat mir sogar noch ein paar
Obwohl das, oder hat sie das für sich? Nein, das ist auch meine Größe. Danke, 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 danke. Also Heidi, du bist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe ja noch eine Färbung. Die hat sie mir nämlich schon lange gestrickt. Das ist die Märchenwald-Färbung vom Winter. So Weihnachtsfärbung. Das ist der Märchenwald. Und finde ich auch richtig schön als Socke. Kann ich mir aber auch schön für so einen schönen, glatt rechts gestrickten Pullover vorstellen. So, das waren die ganzen Socken und die kamen jetzt mal im Schnelldurchgang, denn ich möchte ja noch ein bisschen was über unseren Kall loswerden und ich habe, glaube ich, ziemlich viel Zeit gebraucht für die Wollvorstellung diesmal. Und das Hafenstück, das war nämlich richtig schwer, deswegen habe ich beim letzten Mal auch keins hingekriegt, weil ich auch nicht immer die ganzen alten Stücke spielen möchte, obwohl das bleibt dann auch gar nicht aus. Ich kann ja nicht so viele Stücke neu lernen immer in der kurzen Zeit und das war jetzt eins, wo ich richtig lang gebraucht habe für. Das hatte 4 Seiten. Und das heißt ja Schicksal, also es ist ein langes Stück. Man hat ein langes Schicksal manchmal. Und das ist diese Mütze, ich rede wieder Zeug, die ich für meinen Mann gestrickt habe, mit seiner Farbe, seiner Lieblingsfarbe. Es ist die Mütze Nummer 2. Und jetzt bin ich mit den Mützen erstmal durch, denn jetzt kommt der Sommer. Und es stimmt übrigens nicht, ich hatte ja mir eine Färbung mal auf Seite geschnappt. Und zwar diese Wolle habe ich nämlich, das Etikett hatte ich mir nämlich aufgehoben, war das die wandelnde Schatten. Färbung wandelnde Schatten. Und zwar mit Rami-Anteil, eben auch so 300 Meter. Und ich hatte schon mal für meine Tochter aus diesem Buch das Titelmodell gestrickt von der Silvi Rasch, Kopf und Kragen. Und muss ich mal kurz gucken, das ist die La Fleur-Mütze. Das kann ich ja eigentlich alles zeigen. Das ist die La Fleur und die wird eigentlich mit noch dickerer Wolle gestrickt. Aber ich habe ein bisschen dickere Nadeln genommen und auch ein bisschen längeres Bündchen gemacht, obwohl ich finde, am Ende ist das Bündchen überhaupt nicht mehr so lang. Da hätte ich doch noch mal 1 oder 2 Reihen stricken sollen. Sie passt mir eigentlich richtig gut, aber schaut euch mal an, wie schön dieses Muster hier oben aussieht. Und die habe ich wirklich so, ich glaube, an einem Wochenende fertig gestrickt. Die habe ich auch gar nicht großartig gezeigt oder bei Instagram gezeigt oder so. Die ist einfach nur fertig geworden und die ist toll. Und ich glaube, dass sie mir auch gut steht. Ich hätte ein kleines Tickchen, hätte ich das Bündchen noch länger machen können. Aber wir wollen mal nicht so sein. Ich finde sie toll und die ist wunderbar für den Winter. Ich gucke mich mal hier gerade so im Schatten an. Ja, für den Winter ist sie toll und bin richtig glücklich mit der Mütze. Und die ist nur so in einem Zug durchgestrickt worden von mir. So, das waren meine ganzen kleinen fertigen Projekte. Meine und Heidis. Und wenn wir jetzt gerade bei den kleinen Sachen sind, zeige ich euch meine neuen angeschlagenen Socken. Die sind aber nicht in keinster Weise spektakulär, nur dass ihr mal schauen könnt, wie schön diese Färbung wird. Und zwar ist das die Prinzessin Lilia. Die habe ich aber hier mit dickerer, mit Sportweight. Mir habe ich mir in Sportweight gefärbt, damit die auch fertig wird und nicht so lange dauert. So ein bisschen aus Faulheitsgründen, nein, einfach aus Zeitgründen. Das ist ein bisschen Zeitmangel, was ich habe. Ja, und weil ich auch gerne dicke Socken trage. Da könnt ihr es euch anschauen. Prinzessin Lilia. Und der Name ist ja auch schön, ne? Auch wieder einer von meiner, ein Name von meiner Tochter. Ja, und dann habe ich so ein kleines Nachschubproblem gehabt bei meinem Wohlfühler-Schal. Denn der wäre, wie ihr sehen könnt, fertig geworden, wenn ich die Wolle gehabt hätte. Beziehungsweise geschweige denn die, wenn ich die Färbung gehabt hätte, aber geschweige denn die Wolle. Denn die hatte so ein bisschen Lieferprobleme, die Wolle. Dann hatten sie mir erst gesagt, Mitte März kommt sie. Und jetzt ist sie letzte Woche ist sie jetzt gekommen. Und das ist die traumhafte Qualität mit Jack und Seide. Ja, ich liebe sie. Ich liebe diese Färbung, ich liebe diese Wolle und ich werde dieses Tuch lieben. Jetzt schon, ich finde es jetzt schon traumhaft schön und warm. Es wird so richtig toll, wenn man mal so abends ein bisschen am Feuer sitzt oder eine Feuerschale, wie sagt man eigentlich,
Feuerkorb oder Feuerschale, so auf der Terrasse oder so. Da freue ich mich drauf, dann so schön eingehüllt von hinten, ne? Denn vorne ist es ja immer warm und das ist die Stola ja auch offen, geöffnet und hinten dann schön über den Rücken. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt habe ich ja auch die Wolle, jetzt kann ich mich ans Nachfärben machen und werde das auch morgen machen. Denn ich möchte Ostern daran stricken, das habe ich ja gesagt. Ich möchte sie, der Wohlfühlerschal, das ist der heißt ja schon so, ne? Zum Wohlfühlen. Achso, ja. Nö, ich darf ja gar nicht so schnell machen, denn wir haben jetzt nur noch unseren Kall und die Verlosung. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt jedes Mal eine Verlosung mache. Und zwar nehme ich da einen Podcast ganz wahllos. Einfach so gehe ich dann beim Heike Loloke, gucke ich dann, welche Videos gibt es da und dann mache ich einfach so blind irgendeins. Zum Beispiel habe ich jetzt den Podcast Nummer 27, also ein richtig alter Podcast von mir, Podcast einfach so intuitiv ausgewählt. Und dann habe ich da zusammen mit meiner großen Tochter, sie war dabei, wir haben eine Verlosung zusammen gemacht. Also wir haben uns praktisch sozusagen, haben wir so einen Random Picker, heißen die Dinger ja, eingeschaltet und da haben wir die Verlosung zusammen durchgezogen und zwar hat gewonnen diese Wolle, die Angel Paula vom Podcast Nummer 27. Und liebe Angel Paula, ich weiß leider nicht ganz genau, wie du richtig heißt, ob das dein Künstlername ist oder einfach nur dein Kanalname, du hast diese beiden Wollen gewonnen und du kannst mir eine E-Mail schreiben an meine Adresse mondlichtgarne@gmx.de und dann schicke ich dir die Wolle zu, wenn du magst. Also natürlich, weil das ist ja jetzt nicht also ich habe ja jetzt nicht zu einer Verlosung im Allgemeinen aufgerufen, sondern ich habe nur gesagt, ich nehme einen Kommentar. Aber wenn du magst, darfst du diese Wolle gewonnen haben. Und ja, es wäre schön, wenn du dich bis zum nächsten Podcast bei mir meldest, damit ich dir die Wolle zuschicken kann. Denn wenn du dich dann nicht gemeldet hast, werde ich sie erneut verlosen. Kann ja sein, dass du mittlerweile den Kanal nicht mehr abonniert hast oder so, weil es ja wirklich ein sehr alter Podcast ist. Und beim nächsten Mal schaue ich, wird es vielleicht ein neuerer oder aktuellerer. Auf jeden Fall ist es jetzt mal ein alter geworden und es ist die Angel Paula, die gewonnen hat. So, das ist jetzt hier nicht so meine schöne Schrift, aber hier auf jeden Fall der Zettel. So, Verlosung für heute wird dieses Set sein. Und zwar die Madame Violetta mit 400 Meter auf 100 Gramm Merino extra fein und die Pfirsich Blush mit 360 Meter und das ist die Lyocell Tencel Merino Wolle. Die zusammen verstrickt mir, kann ich mir unheimlich schön vorstellen, weil ich finde, hier kommt in diesem Schimmer von dem Pfirsich Blush eben auch dieses Madame Violetta, dieser violette Ton vor. Und das kann ich mir ganz toll als ein Tuch verstrickt vorstellen, so als Idee. Aber du kannst natürlich daraus machen, was du möchtest, das ist ja ganz klar. Aber auf jeden Fall ist das jetzt der aktuelle Preis, den es heute zu gewinnen gibt. Und ihr dürft gerne kommentieren. Ich bekomme dann eure Kommentare auch immer werden mir angezeigt, aber nicht alle. Also manche werden mir angezeigt, aber dann weiß ich, aha, jetzt hat jemand unter einem älteren Podcast nochmal kommentiert und da könnt ihr ja dann gewinnen möglicherweise. Also dürft ihr gerne schreiben. Ich freue mich darüber sehr und ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwas Besonderes bedeutet, aber ich freue mich total darüber, dass ihr mir eine kleine Rückmeldung gebt und gerne bei den Gewinnspielen da mitmachen möchtet. So, mir macht es ja immer wahnsinnig Spaß, das wisst ihr ja, habe ich ja schon oft gesagt, dass ich mich da immer richtig freue, sowas zu. Achso, meine Mutter hat letztens so süß gesagt, meine Mutter oder mein Sohn, ich nehme die Tasse dann in die Hand und will trinken und trinke dann doch nicht und stelle die Tasse wieder hin. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck. Ich glaube, es ist meine Mutter aufgefallen, dass ich dann oftmals gar nicht zu Ende trinke. Das ist halt dieses Hibbelige. So, hier ist meine Wollauswahl für die Agnes-Strickjacke drin. Ich hatte euch ja schon
gesagt, dass ich diese tolle, was ist das eigentlich für eine Farbe? Es ist also so ein Bären, ein warmes Bärenrot. Denn ich bin ja so ein, eher so ein Herbst-Winter-Typ, so ein dunkler Herbst-Typ. Aber der ist ja immer ein bisschen warm von den Farben. Und deswegen ist das auch ein warmes, das ist die Viola Linnea, habe ich gerade gesagt schon. Im Vergleich dazu ist zum Beispiel die Winterbeere deutlich kühler vom Farbton. Und die Madame Violetta ist auch wieder ein bisschen anders. Ne? Die ist noch ein bisschen mehr braunroter, also Bordeauxröter. Und die hat so ein bisschen noch auch ein kleines bisschen was Kühles. Also ich würde sie gar nicht als wirklich als warme Herbsttyp-Wolle nehmen, sondern eher als, vielleicht da gibt es ja auch noch einen Unterschied, eben so einen warmen Sommertyp. Falls man sich da für interessiert für diese Farbtypen. Aber es ist ja auch immer so, dass man das dann auch sehr gerne trägt, wenn die Farben einem sehr gut stehen. Und ich denke, dass mir das sehr gut stehen wird. Und deswegen habe ich mir schon die Anleitungen von der Agnes ausgedruckt. Das heißt, von der Frauengröße habe ich mir Fotos für euch ausgedruckt, dass ihr mal ein bisschen schauen könnt. Ich werde das auch unten verlinken und ich werde auch noch ein paar Designer dazu verlinken, die ihr mir genannt habt. Manche haben mir über Instagram ein paar Designer genannt, wo sie wirklich tolle Wohlfühlprojekte schon gestrickt haben. Und die werde ich auch verlinken, zum Beispiel von Rina Lehmann oder Fadenstille natürlich. Und dann einen Namen, den habe ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben, aber den verlinke ich euch auch noch. Der wurde mir auch genannt. Oder, ach ja, von der Sandra von Maschengedöns. Auch tolle Entspannungsprojekte. Und die verlinke ich alle so ein bisschen, dass ihr da ein bisschen stöbern könnt. Denn es ist ja gar kein Zeitdruck. Wir können alle gemeinsam an Ostern anfangen. Aber ihr könnt auch erstmal schauen, wie an ihr eure Wollen dazu rausgesucht habt oder bestellt habt oder wo auch immer und wie auch immer ihr das angeht. Wir machen uns keinen Zeitdruck. Irgendwann, wenn ich fertig bin und ich bin nicht schnell, ihr wisst es ja, ich bin schön langsam. Wenn ich dann so Richtung Ende komme, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt wirklich nicht ganz genau sagen, wie schnell ich an der Agnes stricke. Je nachdem, wie viele Projekte ich auf die Nadel nehme. Damit hängt das auch immer zusammen. Beenden wir den Karl und dann gibt es ja die Verlosung von einem Extrapreis, den ich mir dann überlege. Ja, und deswegen habt ihr noch schön Zeit jetzt zu schauen, was ihr da stricken wollt. Und die Agnes-Strickjacke zum Beispiel, die ich jetzt stricken werde, wird nicht die Frauenstrickjacke sein, sondern ich werde mir die größte Kindergröße stricken. Denn ich habe bei Drops die Erfahrung gemacht, dass die Modelle alle sehr viel positiv East haben, also ziemlich weit ausfallen und auch die Größe S für mich immer so ein bisschen zu groß ist. Und deswegen werde ich nicht die Größe S stricken hier, sondern die Kindergröße, die größte nehmen. So als Tipp für diejenigen, die ganz schmal sind und eigentlich eine XS stricken wollen. Die sind nicht zu klein, die Kindergrößen. Die größte wohlgemerkt, die größte Kindergröße ist nicht zu klein. Also die könntet ihr als XS stricken. Aber am besten natürlich immer Maschenprobe machen, denn hier habe ich keine gemacht und ihr seht ja, was daraus geworden ist. Eine kurze Jacke, die ein bisschen zu klein ist, aber das macht ja nichts. Ja, meine Tochter, die freut sich richtig drüber. Und ich habe genügend Sachen insofern. Ja, gerade fiel mir noch was ein, aber jetzt habe ich es gerade ein bisschen aus dem Kopf verwischt, verhuddelt. Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist egal, war nicht so wirklich wichtig. Vielleicht noch irgendwas zum Karl. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Genau, was war zum Karl? Also, ihr wisst ja, dass ich nicht so wahnsinnig viel Zeit habe, ganz ausführlich auf E-Mails zu antworten mit irgendwelchen Tipps und Tricks und so weiter. Also, das ist jetzt so nicht der Plan, denn ich habe nicht die Zeit dafür, euch alles aufzuschreiben und zu helfen mit irgendwelchen ganz speziellen Fragen zu irgendwelchen Modellen, die ich jetzt auch gar nicht habe, die Anleitung beispielsweise. Ich kann natürlich zur Agnes ein paar Tipps geben oder eben allgemein ein paar Sachen sagen, aber da müsst ihr natürlich wissen, dass ich nicht immer so zeitnah drauf antworten kann.
Da kann dann schon gut mal eine Woche oder auch 10 Tage mal ins Land gehen, bis ich dazu komme, wirklich die ganz ausführlichen E-Mails zu beantworten oder so. Und es ist auch wirklich sehr viel Zeit, die ich dann da rein investiere. Und deswegen, das wisst ihr bestimmt, dass ich da, also ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich nicht immer so schnell dazu komme. Und ich gebe mir natürlich auch Mühe, das alles zu beantworten, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Call in der Art perfekt begleiten kann. Und eine Gruppe gibt es nicht, sondern ihr könnt mir über Instagram, da werde ich, kann ich auch mal schnell mal eine Sprachnachricht hinterlassen, so. Das ist mir immer ganz lieb, weil ich dann nicht so lange da tippe. Da kann ich natürlich auch so ein paar Tipps weitergeben. Und, aber am liebsten ist es mir über meine E-Mail-Adresse undichtgarne@gmx.de. Da ist auch unten dann unter der Beschreibung im Video, vom Video könnt ihr die herausholen. Da ist es mir eigentlich am liebsten, wenn ihr mir die Fragen stellt oder einfach, wenn ihr nicht weiterkommt zum Beispiel. Und auch die fertigen Projekte mir schickt. Denn von diesen Projekten werde ich eine Verlosung machen. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich mit Hilfe von meinem Sohn auch eine Verlosung über Instagram machen. Aber es sind auch nicht alle bei Instagram und ich finde es immer gut, wenn man dann, denn die meisten haben schon eine Möglichkeit, mal eine E-Mail zu schreiben und dass wir da zum Beispiel auch dann die Verlosung machen. Aber vielleicht mache ich auch zwei Preise und einen über Instagram und einen über E-Mails. Mal schauen. Also es soll auf jeden Fall euch Spaß machen und uns allen Spaß machen und ja, ich hoffe, dass ich jetzt so einigermaßen ein paar Fragen beantworten konnte, die mir schon gestellt wurden. Und bin eigentlich am Ende mit meinem langen Podcast diesmal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Zeit und Muße, ihn zu genießen. Und weil es auf Ostern zugeht, wünsche ich euch vor allen Dingen ein ganz, ganz wunderschönes, fröhliches, herrliches, sonniges Osterfest und eine wunderschöne Zeit, Strickzeit und Zeit mit euren Lieben. Ja, und mit euch selbst und allem Möglichen. Macht's gut, wir sehen uns bald. Wann auch immer. Ich weiß nicht genau wann, in 4 Wochen vielleicht. Macht's gut bis dahin und wir sehen uns. Tschüss.